Ist da irgendjemand, wo eventuell gern Velo fährt oder jemand kennt, der gern Velo fährt oder sonst irgendwie? Ja, bitte machen wir mal Lärm für das Velofahren. Jawohl! Ja, ja, da ist genug, dass ich finde, jetzt spiele ich doch mal etwas über das Velo. Jeder, der sich tunlichst fort bewegen will von Ort zu Ort, steht vor einer wichtigen Wahl. Wie reist man dieses Mal? Soll man sich in Busse zwängen, in die Staus die langen Engen? Freunde, hört auf meinen Rat, ich für meinen Teil verrat. Mit jeder Radumdrehung, jeder Ampelumgehung, mit jeder unserer Schrammen wachsen wir zusammen. Und jede Radumdrehung, jede Ampelumgehung macht mir eines klar mit Wucht: Fahrradfahren ist eine Sucht. Manchmal beträume ich, dass jeder ein Rad hat. Das ganze Leben findet statt, in dem jeder friedlich fährt und die Autos warten leert. Kein Gestank mehr in den Straßen und auch Lärm nur noch in Maßen. Dabei kommt es mir so vor, als seien wir schneller als zuvor. Mit jeder Radumdrehung, jeder Ampelumgehung werden wir ein paar Leute mehr und ein Autositz bleibt leer. Mit jeder Radumdrehung, jeder Ampelumgehung wird mir eines klar mit Wucht: Fahrradfahren ist eine Sucht. Ihr wisst schon, ich habe da ausprobiert den ganzen Tag auf dem Velozi. Ich gebe es zu, ich bin gescheitert, aber später als die meisten denken würden. Also, ein Beispiel kommt dann in der nächsten Strophe. Also, wer irgendwie denkt, Essen auf dem Velo, ja, das geht, aber halt dann nur ein Sandwich und nichts Warmes. Nein, da, also der Luxus kann man sich schon gönnen. Du sagst gern, aber beim Reisen würdest du gern was Warmes speisen. Da ist guter Rat nicht teuer, im vorderen Korb mach ich ein Feuer. Und du reichst mir die Grillzange, die ich mit den Händen fange. Und uns dann Gemüseschnitzel, zwecks Genießbarkeit erhitze. Jedes Rad umdrehen, dank dem Fahrtwind wehen, bläst und das ist gut. Frische Luft in unsere Glut, jede Radumdrehung, jede Ampelumgehung macht mir eines klar mit Wucht: Fahrradfahren ist eine Sucht.